Ah, Chef, wie sieht denn? Mahlzeit. 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 Grüdi. Hallo. Na, was beim Haare schneiden? Ja. Ich hab es gleich gesehen. Ich bin sogar dran gekommen. Haare schneiden vorher, ne? Ja. Ich bin sogar dran gekommen. Mein Glatzenschneider, hat man früher immer gesagt. Weißt du noch? Ich weiß das wohl. Was ist dein Glatzenschneider? Er war SS, aber darf ich mal? SS. Es ist eine leichte Griffigkeit. Weißt du, wie sich das anfühlt? Ja, wie Haare. Bei mir, ne? Bei mir war mal so ein Kokon oben in der Ecke drin, ne? Was für ein Ding? Also ein Kokon. Ein Kokon war da drin, ne? Wo jetzt? In was für eine Ecke? In der Wohnzimmer-Ecke, da oben, wo es den Sägerbrand gab. Da war bei mir mal ein Kokon. I. Und das hatte diese Pelzigkeit, diese weiche Pelzigkeit von Krödi. Es ist eine weiche Pelzigkeit. Eine weiche, ja. Ne? Ne? Ja. Ne? Das ist es wohl, ne? Das ist so. Es ist nur eine leichte Verploppung, aber man nimmt ja, was man kriegt. Nur vor allen Dingen an so einem Wochenende, ne? Ja, du sei froh, dass du was kriegst, ne? Was soll das denn heißen? Gut. Willst du mir damit eine Botschaft herüberreichen? Nee, aber es ist ja schön, dass ich noch aufhabe, ne, um die Uhrzeit. Da haben andere, hier, guck dir mal um, beim Kriechen ist Feierabend. Es, hä? Ja, hier gegenüber. Ja, aber du bist ja auch ein Lednertoger. Ein Lednertoger bist ja. Du. Ne? Du wirst ja dann wach, wenn die anderen schlafen gehen. Das ist meine Meinung. Ja, das denkst aber auch nur du. Ne? Du hast ihn immer so offen. Einige Leute haben, ich sag mal, den Arsch offen, um es mal deutlich zu sagen. Ne? Das ist der Unterschied. Das, ne? Das ist vielleicht der Unterschied, ja, da hast du wohl recht. Hier, ne? Wie zum Beispiel, ich möchte mal gleich bitte auch mal Dampf ablassen zum Thema, ne? Hier, HSV, ne? Hast du gesehen? Nee. Ich guck sowas nicht, das weißt du doch. Interessiert mich nicht. Aber das muss dich doch mal interessieren. Das ist doch Uwe Seeler schon hier. Du musst dich doch mal für interessieren, wenn ja. Der HSV 0-4 gegen die Bicken-Backen-Bucken-Backen-Bicken Truppe aus Stuttgart da eingeht, gegen die Kartoffelpuffer, die können doch gar nichts. Die können nichts, gar nichts können die. Die gehen auf den Platz und sind da, aber mehr auch nicht. Und da gehen die 4-0 gegen ein. 4-0. Also die können nichts. Bitte? Bitte? Also die können überhaupt nichts. Aber 4 Tore können sie ja wohl schießen, offenbar. Ja, wenn du 2 Elfer geschenkt kriegst, dann kann ich auch 4 Tore schießen. Na, mit 2 Elfer kannst du aber keine 4 Tore schießen, mein Freund. Das ist ja also schon mal die Mathematik zu, nein. Da geht's mal bei los schon. Mit einem 9-11er kann man schnell fahren vielleicht, aber mit einem 4-11er kann man... Zwei Elfer hat er gegeben, obwohl die gar nicht berechtigt wurden. Aber weißt du, was das Schlimmste war, mein enger Mann? Na, dass das nach 90 Minuten wieder vorbei war, oder was? Sag mal, suchst du Streit oder was? Nee, wieso war Streit? Was heißt hier noch 90 Minuten zu Ende war? Ja, da konnten sie nichts mehr machen, war Feierabend dann 0-4, das meine ich. Ja, du kannst auch sagen, wenn das Stadion damals 10 Meter weiter rechts gebaut worden wäre, wären die 4 Tore nicht drin gewesen, weil die Tore woanders gestanden hätten. Du kannst auch sagen, wenn meine Oma Räder hätte, wäre sie ein Omnibus, ne? Das kannst du auch sagen. Ja. Du kannst auch sagen, wenn mein Traktor humpelt, dann wäre das vielleicht ein Hamster, der zu Weihnachten Schnee in Scheiben schneidet, kann ich auch sagen. Das kannst du, aber ja. Wo würde uns das hinführen, diese Art von Gespräch? Ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau. Hier, Guerrero ist das Stichwort. Ja. Guerrero. Ja. Hast du das Foul gesehen, bitte? Nein, wo soll ich das denn gesehen haben? Überall, Fernsehen, Funkfernsehen, überall, ja, ich guck, Zeitung. Ich gucke kein Fußball. Lies es von meinen Lippen ab. Kein Fußball. Dann darfst du, aber sag das bitte noch mal ohne Ton, sonst brauche ich es nicht lesen. Du kannst ja auch die Ohren zuhalten, dann kannst du es ja auch lesen. Also ich guck das machen nicht. Machen wir beide. Du machst ein bisschen weniger laut und ich mach mir die Ohren zu. Und dann sagst du das noch mal. Ich gucke keinen Fußball. Du hast gesagt, ich gucke keinen Fußball. Richtig. Hab ich dir von den Lippen abgelesen. Na also, siehst du. Aber Guerrero, ne? Ja. Es ist ja ein reiner Peruaner. Ja. Ne? Kommt er nicht aus dem Ecuador her? Oder Ecuador, irgendwas da von der Hochanden, wo die Alpakas irgendwie rückwärts laufen, weil die Wege so schmal sind auf dem Berg rauf, damit sie vorwärts wieder runter können. Das ist ja völlig egal. Er ist reingegangen, man sagt, es war ein Frostfaul. Er ist in der Ecke gelaufen und hat ein Tor von Stuttgart, hat er mit ausgestreckten Beinen die Wade weggehauen. Es ist ein Frostfaul? Hat der Trainer ein Frostfaul, nicht Frostfaul, ein Frustfaul. Ach, wegen Frost? Ja.
Wegen Frost. So, da ist er gestreckt da reingegangen. Dann hat man den Trainer gesehen, den ich ja eigentlich gut finde, Herr Fink. Ne? Ja. Sagt, ja, es war die südländische Mentalität, ist in ihn durchgekommen und so weiter. Ne? Weißt du eigentlich, wie er der Mannschaft schadet in so einer Situation? Jetzt wird er wahrscheinlich 6 Spiele gesperrt. Die südländische Mentalität. Naja, die sind ja immer so ein bisschen mehr so... Wo liegt denn Südland überhaupt? Wieso Südland? Das ist doch kein Land jetzt an sich wie Deutschland, Südland oder England. Das ist... Die Südländer, sagt man doch. Das ist, was südlich ist. Ja, aber wo ist südlich? Von wo aus gesehen? Ja, von uns natürlich. Von wo denn sonst? Hallo? Von uns. Du guckst, das heißt, runter. Der Südländer nach Süden. So, ganz normal. Ich guck nicht runter nach Süden. Wieso Norden? Ich guck rauf nach Süden. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Nein. Ja, sicher. Nein, Norden ist oben. Ja, aber das bleibt mir doch unbenommen. Ich kann doch auch mal sagen, je nachdem, von wo aus für mich der Magnet ist. Von da aus kann ich sagen, wo Norden und Süden ist. Für dich der Magnet ist, mein Freund. Der Magnet ist für dich, wo alle, weil der ist oben auf der Erde, oben an obersten Punkt. Oben auf ist der Nordpol, da. Da ist der Magnet. Ja, sicher. Aber die Erde ist auch manchmal unten. Die dreht sich doch auch manchmal, dann ist oben unten und unten ist oben. Das ist doch ganz egal. Der bleibt ja da, wo er ist, auch wenn er sich dreht. Du bist ja... Aber wenn jetzt der Südländer mal sagen, sagt er von sich selber nicht auch, er ist Südländer? Was sagt er denn? Er ist nur ein Länder. Weil er weiß, er ist ja da, wo er ist. Dann ist er nur ein Länder. Ein Länder? Was ist er auch egal? Südländer jedenfalls. Ich weiß schon, was sie damit meinen. Nur weißt du was? Dass man das damit entschuldigt, das finde ich, das geht ja überhaupt nicht an. Es ist die südländische Mentalität. Was soll denn das heißen? Nur weil er da wohnt, wo die nur sagen, kommt da, ist er über den Platz gelaufen, ist er da lang gerannt und dann hat man sagen, hier plötzlich aus dem Stadion kam ein Pfeifen, dann hat er wahrscheinlich gedacht, es ist der Zauber der Panflöte aus den Hochanden oder so. Und dann ist in ihm das Lama in ihm erwacht. Und dann ist er losgelaufen wie ein Lama. Dann konnte er nicht mehr schneller. Oder was soll das gewesen sein? Dann wollte er bremsen. Wenn man bremst, macht man mit den Beinen vorweg. Und dann ist er natürlich, eigentlich wollte er bremsen, aber er ist noch in den Torwart hineingerutscht. Was soll denn das für eine Entschuldigung sein? Das hat er alles erzählt. Also, ne. Ja, also, da gehst du mich schon, das ist schon mal Punkt 1 von der ganzen Sache. Ne? Wahrscheinlich hat er nur gesagt, jo, weiß ich nicht, scheiße. Ja, er hat gar nichts gesagt, er hat auch schon mal mit einem Buddel einen Fan niedergestreckt. Gero. Ja, das wegen ist der Südländer-Mentalität. Ja, aber Ditsche, du kannst ja nun mal nicht umhin. Diese Leute haben ja, den kocht eben leichter einer über. Weil die sind so. Ich weiß auch nicht, ob das liegt an der Sonne oder was. Das liegt an der Sonne? Ja. Die sind doch. Wenn du in südlichen Ländern aufwächst, da ist doch mehr Sonne als hier. Das weiß doch wohl jedes Kind. Da ist mehr Sonne. Ja, und du bist ja der aber Sonne. Aber Kager ist doch zum Beispiel nicht aufgewachsen. Ja, was hat das jetzt mit Kager zu tun? Kager, der hat ja nur, wenn Guerrero eine Südländer-Mentalität hat, dann hat er ja eine Süd-Südländer-Mentalität. Der kocht ja erst recht über. Oh, wir kommen im Freien, ne? No, wieso? Das musst du ja nur einmal sein. Und da rotzt du auf deinen eigenen Boden auf? Ja, glaubst du in die Hand, oder was? Ehek ist das Stichwort. Ehek. Ehek, doch nicht, wenn ich niese, hallo? Ja, aber vielleicht kommt das so zustande. Vielleicht ist deine Verperlung aus der Nase verbindet sich, mal sagen, mit Amöben, mit Minimotten, mit Brom, mit Cadmium, mit allen und steigt durch die Hitze, die, mal sagen, deine Braterei da, weil sie auch nicht richtig abgeschaltet werden kann, verperlt es sich zusammen zu Ehek. Das weißt du doch gar nicht, man weiß doch gar nicht, wo das herkommt. Ja, ja, da ist alles ist das. Da ist auch hier Malaria kommt da noch bei und Skorbut, Beriberi. Olga Skorbut. Ja, ja. Mach mal gleich noch Nobel klar, damit du gleich weißt, wo der Hammer hängt hier, ne? Hier, aber weißt was, mein Engelmann? Kann ich bitte, dürfte ich, mein kleinster, ja, bester Ingo. Ja, dann kann er wieder anders. Da merkst du Schildkröte, ne? Darf ich? Dann ist wieder. Ach, du hast ihn mit Namen angesprochen. Dann ist wieder hier. Ach, seid ihr jetzt mit mal. Ihr beide seid so? So, ja. Seid ihr? So?
Ja, was heißt hier so? Also, darf ich ein Bier haben oder muss ich mir das selber holen? Sag mal, das ist ja schon fast ein drohender Unterton, oder was? Es ist nur eine normale Bestellung. Ich kann sie auch schriftlich abgeben. Eine normale Bestellung, mein lieber Freund, sag ich dir, wie die passiert. Da sagt der Gast, erstmal höflich, darf ich ein Bier haben? Dann trinkt er das aus und dann, am Schluss, pass auf, dann kommt das Entscheidende. Dann legt der Gast nämlich Geld hier hin. Das ist eine normale Bestellung. Ne? Soll ich dir mal deinen Zettel zeigen, mein Freund? Da achte mal drauf. Normale Bestellung, weißt du? Immer schön mal flach halten den Ball, ne? Dein Zettel, der reicht von hier bis Moskau, ne? Und trotzdem kannst du Putin ihn ja bezahlen, er ist ja jetzt wiedergewählt. Ja. Weißt du was, mein Engelmann? Wenn Sie mir mal eine Chance geben würden, was sagt man da jetzt? Post. Ja. Danke, mein Engelmann. Na bitte. Danke dem Spender, ja. Dem heiligen nicht Spender. Spender nun nicht, Spender. Ja. Irgendwann kommt auch der Tag, wo auch, ne? Wo auch bei dir mal. Nee, wo du vielleicht auch mal. Das, ne? Vielleicht hast du ja auch mal wieder eine Mark auf Tasche oder was, ne? Haben wir doch gut, wir haben doch den Euro schon. Ja, du weißt ja, was ich meine. Hier, sag mal, weißt was jetzt hier, mein Engelmann? Na. Ne? Na. Ihr macht euch ja immer vor allen Dingen, du lustig über meine Weltgerede, ne? Ich möchte dumm und Wort zu verlieren. Ich mach mich doch gar nicht drüber lustig. Lustig finde ich das schon lange. Weißt du, was ich in der Zeitung gelesen habe? Da hat ein Mann ein Gerät erfunden, da hab ich schon vor Jahren über gelacht und es als nicht verkäuflich in eine Ecke geworfen. Aha. Eine Maske mit einem Schlauch dran. Für Männer, die schnarchen. Da schnarcht er da rein in die Maske und dadurch, durch die Winde, wird was in so einen Propeller angeregt und der Propeller, der macht mir Sorgenstrom. Ja, ja, ich weiß. Und damit lädt er sein Handy aufladen. So, fertig. Ja. Das war für mich Pillepalle, da wird der Radio gar nicht weiter über. Das habe ich schon vor Jahren erfunden. Ja, hast du das auch gebaut? Ja, sicher. Ja, wo ist das? Zu Hause. Ja, zu Hause. Da liegt das gut. Ja, aber da ich nicht schnarche, hatte ich da keine weitere Verwendung für. Ich hab dann nochmal reingeatmet, Filtertüte, alter Gartenschlauch von Kager und unten dran dann irgendwie muss sorgen, hatte ich im Sandkasten gefunden von Kindern. Kennst du das, wo man Sand oben reingießt und ist so ein Ding. So, bis dahin hatte ich das alles schon miteinander verbunden. So, und dann waren 3 Riemen aus dem Gummiband. Und dann habe ich das mit einem Dynamo verbunden vom Fahrrad und das war mit einer Lampe verbunden. Das hat nun nicht richtig funktioniert, weil ich habe so doll da reingeblasen, dass bis der Dynamo sich überhaupt mal bewegt hat, war schon eine Packung 102er Filtertüten durch. Deswegen hat das nichts gebracht. Aber jetzt mal ernsthaft. Kaffeefahrten ist das Stichwort. Ja. Ne? Da haben Sie jetzt die ganze Woche über das entlarvte Machenschaften, dass Sie die armen alten Leute durch die Gegend gefahren haben, dann haben Sie sie nicht aus dem Auto rausgelassen. In der Zeitung, sie nicht, und so weiter, ja. Und so weiter. Ne? So, und jetzt war doch jetzt hier die Produkte, die Sie doch verkaufen. Ja. Groß entlarvt in der Zeitung. Ja, das ist ja das ist alles Ramsch, stand ja. Da. Ja. Alles Betrug, ja. Mein Engelmann. Ja. Ja. Und da habe ich die Sachen gesehen, die Sie doch verkauft haben. Ja. Da habe ich mich aber kaputt gelacht. Hier, die muss sorgen, hier diese Heizmatratze, ne? Heizmatratze, 2000 Euro ist das Stichwort, ne? Da sind ein paar Drähte drin, mit einem Stecker und dann fertig. Legt sich der arme alte Mann oder die alte Dame legt sich drauf und dann wird das ein bisschen muggelig. 2000 Euro. Da möchte ich bitte an dieser Stelle mal meine Lametta-Hose ins Spiel bringen wieder. Du erinnerst dich? Feinripp und schön alle 2 Zentimeter mal Lametta-Faden durchgezogen. Im Sommer auf den Kühlschrank rein, zum Anziehen kühlt schön den Unterbodenbereich. Im Winter legt man das auf die Heizung, dann hat man das schön um die Pupille, hat man mal schönes Muggelig. Um die Pupille? Um die Pupille. Um die Pupille? Po und Pille, vorne, Pupille. Pille? Hast du noch nicht gehört, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, so, das könnte ja auch ein guter Name sein. So, das möchte ich mal sagen. Das war zum Beispiel, wenn diese komische Heizmatratze so viel kostet, dann kostet aber hier meine Lametta-Hose 4000 Euro. Ja, dass der Unterschied ist bloß, Ditsche, dass du nicht auf der Kaffeefahrt dann bei der Veranstaltung mittags auftauchst und deine Lametta-Hose vorführst und die den Leuten für 4000 Euro um die Ohren haust. Das könnte ich aber machen. Ja. Könnte ich. Ja, du bist doch nicht einer von denen. Bin ich auch nicht. Aber ich wollte nur sagen, meine Ware, die funktioniert gut. Denn zum Beispiel, weißt du, was sie doch verkauft haben? Die sogenannte Heilscheibe.
Das war eine Frisbee-Scheibe mit drei so Permanentmagneten auf. So eine arme Gummischeibe, ne? Mit drei Permanentmagneten. Ja. So, und das haben sie für, ich weiß nicht, wie viele hunderte von Euro verkauft. Da sollen sich die Rentner in den Rücken legen, denn das ist das für Räume, weil das irgendwas, eine magnetische Strahlung. Ja. Hat ein Physiker untersucht, das ist alles Pillepalle. Ja, klar. So, und weißt warum das? Ich hab das abgebaut. Ich will dir das kurz sagen, mein Engelmann. Und zwar noch viel besser. So noch viel besser. So eine Scheibe, oder? Eine Heilscheibe. Guck dir das bitte mal an. Das möchte ich dir mal zeigen. Es ist hier eine reine Heilscheibe, hier drei Permanentmagnete. Ja. Permanent, nicht Teilzeitmagnete. Permanent. Sie arbeiten rund um die Uhr. Sie werden freigeschaltet für den Permanentbetrieb. Ja, sie geben alles, ne? Von der IG Metall. Die werden ja über Funk freigeschaltet. Was werden die? Über Funk freigeschaltet. Von wem? Von der IG Metall, denke ich. Von der IG Metall, ja. Das ist doch das Amt, die dürfen das so. Ja, das ist das Eisenamt, ne? Das ist das Eisenamt. Das ist klar. Und jetzt aber pass auf. Ja. Jetzt, die haben nur eine Frisbee-Scheibe. Du legst das einmal irgendwo hin, dann muss das dann leider verbleiben. Ja. Dann gibt das vielleicht auch Abdrücke von Permanentmagnet. Ja, weil es ja permanent ist. Das ist permanent. Ja. So, jetzt komme ich ins Spiel. Ne. Achtung, pass auf. Ach, man, ist ja Wahnsinn. Das kann ja, das dreht ja, ne? Es ist noch mit einer Funktionalität mehr. Und hier, du kannst das auch einmal so an. Und dann macht es das von selber. Dann kann man das schön dahin. Habe ich selber gebaut, mit einem Permanentmagnet. Man muss sie nur freischalten lassen. Das ist eine alte, sag ich mal eben. Was? Ne? Das ist eine alte Salatschleuder, ne? Von Deckel, ne? Ne, von Karger. Ja, von was? Von Karger. Von Karger. Ja, die ist noch kein Salat mehr. Wieso essen die keinen Salat mehr? Wieso? Weil er hat doch neue Zähne und der Salat bleibt doch immer an den Zähnen hängen. Und wenn er hatte doch einmal die Zähne drin und dann war der Salat da unter die Kiemen gerutscht, weil er das nicht richtig festgebaggert hatte. Hm. Und das war ihm zu viel Ballett, weil er das immer rausgenommen und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Und da hat sie gesagt, für dich mache ich keinen Salat mehr. Und das war für mich der Startschuss, wenn ich das so sagen darf. Hat er dir die Salatschleuder, hat er gesagt, hier Ditsche, ich schenke dir meine Salatschleuder? Oder war es ein bisschen anders? Meinst du, er hätte so, wie du das beschrieben hast, dass er so zu mir kommt, wie ich jetzt zu dir komme und höflich um ein Bier bitte? Ja. Dass er mich höflich darum gebeten hat, dass ich seine Salatschleuder, wenn es du meinst, so war es nicht. So war es nicht. Ja, er muss sich ja wohl auch nicht, muss ja dich wohl auch nicht beten, ne? Dass du die ihm mal abnimmst. Ja. Ne? Aber weißt du, es ist so eine gute Idee. Ja, es ist... Aber weißt du, was ich mir auch noch überlegt hätte? Dann haben sie... Weißt, hast du das denn schon mal ausprobiert bei dir selber? Auf dem Rücken, oder die was? Magnete sind nicht freigeschaltet. Sind noch nicht? Ach, die IG Metall muss noch... Hier, aber weißt du das, mein Ingo-Mann? Hier, weißt du, was ich mir überlegt habe? Da war noch Orangensaft, haben sie verkauft für 800 Euro. Ja, da war nur so mit Vitamine drin, ne? So. Weißt du, was ich mir überlegt habe, was viel fairer wäre? Ja. Das ist doch eine Kaffeefahrt, ne? Ja. Wenn sie da auch einen schönen Kaffee zum Ausschank bringen. Ja, wieso? Das ist doch... Kaffee trinken ist ja immer mit bei. Ja, aber gleich mit als Gerät, als French-Gerät. Selber bauen. Wie, als French-Gerät? French-Kaffee. Was ist denn French-Kaffee? Das ist doch das mit dem Runterdrücken. Da habe ich mir was überlegt. Hä, mit dem Runter... Ach so, wo der... Ja, sicher. Wo du so ein Kolben, ja, ne? Ja, ein Kolben. So eine... Das ist French? Das nennt man French, glaube ich. Ne. Weil der Franzose, der das kommt doch mit der Filtertüte nicht klar. Die Holländer haben das doch immer. Die Holländer? Ja, mit dem Runterdrücken, klar. Muss man nach Holland fahren, da haben die das alle. Frank Reichert, ne, der hatte auch mal die südländische Mentalität in sich drin. Ne? Aber die war mal sagen, in einem Körper von einem Holländer, weil er hat ja damals auch wie ein Lama gespuckt. Es gehört ja eigentlich auch mehr in die Region. Er hat Rudi Völler hat er angerotzt. Er hat auch die von hinten, ne? Von hinten. Von hinten. Es war das Lama in ihm. Ja, ja. Gefangen in einem holländischen Körper. Ja, ist richtig. Jetzt hier, aber weißt du was? Habe ich mir überlegt, hat, ne? Na. French jetzt für den Rentner. Ja. Habe ich zu Hause ausprobiert. Du nimmst einen Stiefel, den kannst du den Leuten ja verkaufen. Gummistiefel. Gummistiefel. Ein Gummistiefel. Mhm. Den kleidest du mit Alufolie aus. So, dann machst du unten schön Kaffee rein. Kaffee. Ne? Kaffeepulver in den Stiefel. In den Stiefel rein. Ne? Mhm. So, und dann gießt du Heißwasser auf bis zum Trennstrich. Den kann man ja innen anmalern. Mhm. Und dann legst du eine Thermosohle oben auf. Erstmal. Eine Thermosohle. Auf. Auf das Loch. Ja, Kaffeepulver,
heißes Wasser über, wie ja. eine French-Pumpe. Ja. Und dann muss sorgen so eine Sohle oben. Also die knickst du denn da so? Oder wie auch immer du so auf. Oh, und dann klar. muss der Rentner muss dann mal sorgen sich seinen Schuh ausziehen und muss dann sein Bein in eine Plastiktüte, damit er nicht mit dem Kaffeemehl dreckig wird. Und dann nach einer Weile stopft er den Fuß da ein und drückt automatisch den Kaffee runter. Und dann nimmst du einfach von so einem billigen Rotwein-Tetra-Pack, nimmst du mal sorgen dieses Hörnchen mit den Schnapper. Mit dem Schnapper. Mm. Und das baust du da an. Und dann kann er während der Fahrt kann er den Kaffee trinken und gleichzeitig sich doch was abfüllen. Weißt du, Coffee to go. Coffee to go. Es ist Coffee to go. Coffee to go. Mm. Das hab ich erfunden. Das könnte man doch verkaufen. Mm. Der Eduschu. Der Eduschu. Es ist ein Eduschu. Es ist ein reiner Eduschu. Der Eduschu, ja. Ja, wieso? Was gibt's denn doch zu lachen? Ja, der Eduschu. Ja, sicher. Ja, klar. Was denn? Das ist natürlich eine Riesensache. Ach, Heini. Heini. Mensch, Mensch, Deko, wir haben lange nicht mehr gesehen. Jetzt mal, Junge, wie geil die das? Ja, wie geil die das, du? Na, ja. Mensch, Heini, du. Morgen, Ingo. Grüß dich. Na. Und? Alles an der Front, was hast du mit den dicken Augen, du? Ja, das weiß ich nicht. Weißt du nicht, ne? Ich habe mir einen Frosch gekreuzt. Hä? Ja. Das ist Rüßler, oder was? Ja, richtig. Rüßler auf der Heide, ne? Genau. Mensch. Und sonst alles gut? Ja, sonst alles bestens, ja. So, man weiß, dass wir gerade über Kaffeefahrten gesprochen, weil die armen Rentner sind noch in die Busse ja. eingepfercht worden. Die lehnen sie ab, ja. Das würdest du nicht machen. Nein, mit einem Bus. In keiner Weise. Das wäre doch mal eine Idee. Ja. Kannst du nicht mal bei deinem Arbeitgeber fragen, ob ich mit meinen Weltgeräten bei dir im... Da könnten wir doch eine Kaffeefahrt machen in den normalen Bus, wo die Leute sowieso schon drin Weltgeräte. Sind. Weltgeräte? Oh, er hat wieder erfunden. Ja, er hat wieder einiges. Einiges hat das er. Könnte man doch machen. Wieso? Das ist so eine gute Idee. Dann fühlen Sie sich nicht beengt. Sie können eine Ringfahrt machen, dann steigen Sie ein und zwischendurch kann ich mal durch den Bus gehen und meine Geräte vorstellen für ehrliches Geld. Ja, das ist so eine gute Idee. Das ist klar. Wahrscheinlich überteuert, ne? Ja. Na, was willst du denn? Heini, was machst du denn, Sommer? Ja, gib mir mal heute mal einen Bohnensalat. Ja. Hast du noch einen da? Ja, sicher, klar. Hier. Ach, da vorne, ja. Ja, sicher. Wunderbar. Ja. Bohnensalat und Schnitzel. Und Schnitzel? Richtig. Hast Hunger, ne? Ja, richtig. Ja. Die Maschine muss geschmiert werden, wenn sie laufen schönes sollen. Großes noch. Also, richtig. Schönes Großes? Schönes Großes, ja. Ja, hast Hunger? Ja. Ja, mach ich so schön eine mit Salzkruste, oder? Mit Salzkruste? Ja. Im Salzmann. Mit was? Ja, nee, Panade, Entschuldigung. Das ist eine Panade. Ja. Salzkruste. Es ist eine reine Salzpanadenkruste. Ja. Hier ja, sind wir. Du hast auch wieder schön. Wie kriegst du, darf ich das mal fragen, ja. persönlich? Wie kriegst du das eigentlich hin? Mit den vier Haaren, die ja. du da noch hast, hast du doch. Drei Haare, sieben Reihen. Sieben Reihen, an drei Haare, ne? Ja, aber wie du siehst, habe ich auch schon Federn gelassen. Aber wie machst du das, dass das noch hält? Mit Heißluft und Haarspray. Heißluft und Haarspray, du. Es genau. ist drei Wetterhaar. Ja, ist das. Es ist drei Wetterhaar, ja, ne? Genau. Es ist ja der Wahnsinn, du. Hier, apropos Haar. Hast du gesehen hier die Fotos von Bill und Tom Kaulitz von Tokyo oh, Hotel? Hier, ja. Sag mal, die nee, sind aber nee, an Ende, ne? Hast du gesehen? Die sind am Ende, doch. Hast du gesehen? Was haben die nichts mehr am Schädel? Naja, weißt du, wie die aussehen? Hier, Tom zum Beispiel, Tom Kaulitz. Es war ja auch merkwürdig. Der Rest der Kapelle stand in der Zeitung drin, ne? Lebt schon gar nicht mehr mit denen. Die leben irgendwo bei Magdeburg und wollen mit den Scheiß nichts mehr. Ja. Oh. Und die zwei wohnen jetzt in Amerikanien drin, ne? Hier in Hollywood, so. mit den Manager zusammen. Aha. Oh, das kann ja auch kein Zufall sein. Nee. Das ist meine Meinung. Deswegen wegen der Frisur, der Tom Kaulitz, ne? Der hat eine Frisur, die sieht aus, es ist mir sorgen, ein... Es ist eine Schwammigkeit, es ist ein Muffon, es ist ein wattiger Kokon, den er auf dem Kopf hat. Wie, muss sagen, so ein dicker, weicher Wabensack. Wer jetzt, der die Wursthaare hat, oder was? Der Tom. Wie ein weicher Wabensack. Ein Wabensack, der liegt auf seinem Kopf auf mit so Zöpfe. Ja, ja. So. Und der andere hat da überall Ringe drin im Gesicht. Ja, ganze Gesicht also, voll. Vertreter für IG Metall. Fertig, ja. Fertig sehen die aus. Ja. Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Das hier immer sorgen, da drin in den Kokon, als ich das Bild gesehen habe, weißt du, wie das ausgesehen hat? Wie so ein Wabensack, den man manchmal an so eine Eibe oder so sieht, wenn da ganz viele Bienen drin sind. Ja. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht hat er dort drin ein Biotop. Du meinst, er hat auch Bienen auf dem Kopf, oder? Ja, aber Flöhe, dachte ich. Ja, Flöhe. Das kann natürlich sein. Und dann hab ich weitergedacht, mein Ingo-Mann, dass das ja gar kein Zufall sein kann, dass er dort Flöhe drin hat wahrscheinlich und dass sie in Amerika sind. Ja. Wahrscheinlich sind sie bei Siegfried und Roy. Ach und so. Wenn das Flöhe sind, ist das wahrscheinlich
eine Kaderschmiede für Flöhe, dass sie die besten 5 Flöhe raussuchen. Am Ende so eine Art Flohcasting. Weißt du? Weil nämlich der andere, der Bill, der hat doch hier 5 Ringe. Ja. Das kann doch kein Zufall sein. Also ein Herr der Ringe. Nein, der hat 5 Ringe. Was fällt dir denn bei 5 Ringe ein? 5 Ringe, Olympia. Bitte, 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 Olympische Spiele, London, Eröffnungsgala. Die werden doch wahrscheinlich, werden die mit Siegfried und Roy zusammen. Dann legt sich der Tom mit seinem dicken Haar, legt er sich da auf den auf. Und dann springen die 5 Besten, springen in eine Performance, springen sie durch diese Ringe. Manche brennen. Einige brennen. Oh, Einige die brennen. Lass das probieren. Ne? Ja. Einige brennen. Ne? Ne? Andere löschen. Ne? Ja. Andere löschen. Ja, wieso? Das kann doch sein. Flohzirkus, das ist doch überhaupt nicht weit hergeholt. Und so ein Siegfried oder so ein Roy, einer von beiden, kann ja nicht mehr so recht. Ey. Für den ist es doch Pillepalle. Also, meinst du eine Floh-Olympiade oder wer soll das werden? Nein, eine Schau. Es ist eine Schau. Es ist nur eine Schau. Ja. Ah. Nee, es ist nicht. 5 Flöhe und dann machen sie noch Musik. Oh, auch noch? Eine Band, ja sicher. Ja, dann haben sie eine kleine Band, Grillen, hier, Zikaden, die machen eine Rhythmusgrube. Die Zikaden? Ja sicher, die machen machen die Zikaden. Nee, und die Flöhe springen da durch und spielen dazu, richtig? Ja. Und spielen... Das üben die mit denen. Und vor allem noch Nadeln und Würmer dazu, ne? Das fehlt auch noch. Ja. Du, warum lacht ihr denn da alle über? Das ist doch... Gib mal 5er. Ja, bitte. Das ist doch alles denkbar. Ja, das musst du dir mal vorschlagen. Dann haben sie auch wieder gute Laune, ne? Ja. Weißt du, was sie doch für ein Lied spielen können? Na. Na? Von Van Halen, Jump. Ja. 5 zurück, ne? Das könnten Sie doch machen. Ja, das können Sie. Jump, hing, 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 ja. Jump, hing, hing. Und dann springen die Flöhe da durch. Zu Jump, ne? Ja, sicher. Ja. Und wer soll sich dann angucken? Heini, mach gut. Ego, mach's gut. Ne? Bis zum nächsten Mal. Was heißt, wer soll sich das angucken? Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Das ist so eine Fläche. Mach's gut, ne? Bis zum nächsten Mal. Jo, aber. Tschüss, Jungs. Jo, tschüssing. Wieso, wer soll sich das angucken? Kann ich dir gleich sagen. Jetzt überleg mal. So ein Flug, ne? Der ist ja hier so. Ja, es gibt doch heute Kameras, die schon in den Hintern reinfahren, um nachzugucken, ob alles Paletti ist. Ja, aber damit können Sie doch so ein Pillepalle-Floh aufnehmen. Ja, aber jetzt stell dir das mal vor, kommst auf eine große Bühne, die ist 50 Meter oder was weiß ich breit. Ja, und dann machst du da so ein kleines, und dann hast du da einen Floh. Ja, eine Augsburger Popelkiste, Pupsburger Augenkiste. Das ist doch auch übertragen worden und war komplett vorne, voll im Fernseher drin. Das ist aber nur übertragen, das ist es nämlich. Da sind doch gar keine Leute vom Publikum her gewesen. Das ist ja völlig egal. Ja. Das kann doch bei so einer Eröffnungsgala kann das doch sein. Außerdem gibt es doch jede Menge Tiere, die Musik machen. Hier. Tiere, die Musik machen. Ja, und gibt es sogar Schallplatten hier, Geheimnisse, Gesänge der Buggelwale. Murmeltiere können pfeifen. Vögel können zwitschern. Alvin und die Chipmunks. Alvin und die Chipmunks. Alvin und die Chipmunks. Das sind ja echte Hamster, die können ja richtig spielen und alles. Mhm. Warum soll es denn doch keine Flohbären geben, oder dass ich mich gar nicht von abbringen? Gibt doch eine Flohbären, oder nicht, Krödi? Jirre, jirre. Oder was hast du gesagt? Ching, 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 ching. Zikade, es ist eine reine Zikade. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Es ist eine reine Zikade. Ja, was? So hören die sich an. Und das neue Lied von den Zikaden heißt Hirre, Hirre, oder was? Ja, und? Ja. Es ist Musik in meinen Augen.